Die Box hier unter dem Video habe ich mal ein paar Beispiele, ein paar Links gemacht von CRM-Tools, die ich meiner Meinung nach sinnvoll finde, wenn du jetzt halt am Anfang bist oder dich selbstständig machen willst und so weiter und so weiter. Das ist halt einfach total wichtig, dass du von Anfang an so ein Tool nutzt. Ja? Wie gesagt, nochmal, ich fasse nochmal zusammen. Also wichtig ist es, dass du so ein Tool nutzt wegen diesen ganzen DSGVO. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute das Thema zur Digitalisierung, das Thema Software im Vertrieb. Ich hatte erst heute wieder ein Gespräch mit einer Firma. Man kann es kaum glauben, ein sehr, sehr etabliertes mittelständisches Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern, zweistellige Millionenbeträge Umsatz. Also hoch zweistellige Millionenbeträge Umsatz im Jahr, also fast 100 Millionen. Ein Maschinenbauer, wirklich sehr etabliertes, also wirklich Maschinenbauerkunst vom feinsten deutschen Maschinenbauerkunst. Und die haben ein Vertriebsteam und suchen schon seit einer ganzen Zeit nach einem sogenannten CRM, also nach einem Customer Relationship Management Tool. Das heißt letztendlich nichts anderes als eine zentrale Einheit, die sämtliche Aktivitäten des Vertriebsteams bündelt und dort dokumentiert, DSGVO-konform und auch einfach transparent, sodass, wenn mal ein Vertriebler ausfallen sollte, ein anderer sozusagen dort anknüpfen kann, wo der Vertriebler, der ausgefallen ist, aufgehört hat zu arbeiten. Das ist nämlich ganz wichtig, damit jemand anderes seine Pipeline gegebenenfalls übernehmen kann, wenn zum Beispiel auch ein Vertriebler gekündigt wird oder einfach das Unternehmen verlässt. Es gibt so viele Beispiele, auf jeden Fall, man kann es nicht glauben, dass heute, wir schreiben das Jahr 2019, es gibt immer noch wirklich gut funktionierende Firmen, die viele, viele Millionen Euro Umsatz machen, in die hunderte Millionen und kein zentrales CRM nutzen, ja, und ich arbeite eben für Firmen, die mitunter auch CRM anbieten an genau solche Firmen. Und es ist natürlich nicht ganz so einfach, dass man da einfach hingeht und sagt, ja, hier ist ein Stück Software, ja, und installiert das und dann sind alle Probleme gelöst. Bei weitem gefehlt, denn so eine Firma funktioniert ja schon seit einer ganzen Weile und jeder Vertriebler kocht so sein eigenes Süppchen, was die Dokumentation seiner Sales Pipeline betrifft. Manche haben sich mittlerweile ihre eigenen Excel Sheets programmiert, andere wieder andere Sachen gemacht oder andere Tools genutzt und jeder kocht sein eigenes Süppchen. Und die alle in ein Boot zu kriegen und zu sagen, hey, ihr macht ab sofort alles nur noch über dieses eine Tool, das wir jetzt hier einführen, ist gar nicht so einfach. Und das ist dann meistens die Aufgabe eines Dienstleisters oder eines Spezialisten, der sich genau da auf solche Situationen eben spezialisiert hat. Und das ist auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Und in der B2B-Welt, also Business to Business, mahlen leider die Mühlen immer etwas langsamer. Und das ist dein Vorteil, wenn du jetzt sagst, ich bin Vertriebler oder ich möchte Vertriebler werden oder was auch immer, oder ich arbeite schon im Vertrieb. Das ist dein Vorteil, wenn du sozusagen auch unabhängig bist oder unabhängiger Vertriebler bist, selbstständiger Vertriebler bist und so weiter. Oder möchtest dich selbstständig machen im Bereich Vertrieb, ja, dass du ein ordentliches Tool dir von Anfang an anschaffst. Und da gibt es einige Beispiele oder einige Tools, die empfehlenswert sind. Nicht jedes Tool, das viel kostet, ist auch gleichzeitig sinnvoll. Ja? Wie zum Beispiel Salesforce kostet unheimlich viel Geld und viele Unternehmen, große, haben das. Es hat bestimmt auch seine Nachteile und
für die Kaltakquise zum Beispiel, für schnelle Telefonieren, das ist überhaupt total ungeeignet. Ne? Das ist überhaupt nicht produziert worden dafür, entwickelt worden. Und da stoßen dann auch immer wieder diese Firmen dann auf die Probleme, wenn sie halt dann noch ein zusätzliches Team aufbauen wollen, die das halt Kaltakquise macht, so ein sogenanntes Inside Sales Team. Und welches dann dieses Salesforce-Tool dann auch nutzen soll, und dann bringen die eben die entsprechende Schlagzahl nicht, sprich der Turnaround, also die Schnelligkeit, mit denen das Inside-Sales-Team dann eben arbeitet, ist halt einfach nicht gegeben. Ne? Und von daher habe ich hier unten mal in die Box hier unter dem Video habe ich mal ein paar Beispiele, ein paar Links gemacht von CRM-Tools, die ich meiner Meinung nach sinnvoll finde, wenn du jetzt halt am Anfang bist oder dich selbstständig machen willst und so weiter und so weiter. Das ist halt einfach total wichtig, dass du von Anfang an so ein Tool nutzt. Ja? Wie gesagt, nochmal, ich fasse nochmal zusammen. Also wichtig ist es, dass du so ein Tool nutzt wegen diesen ganzen DSGVOs. Dann wichtig ist, dass du so ein Tool nutzt, weil du irgendwann Teufelsküche kommst, ja. Selber also keinen Überblick mehr hast. Dann das dritte ist, wenn du das mal jemanden dann delegieren willst, du stellst jemanden ein, ja, oder bist mal krank, jemand anders muss dann weiterarbeiten, der kennt sich in deinem Saustall mit Excel-Sheets und so weiter dann nicht mehr aus nach ein paar Jahren, ja. Also, es ist einfach Pflicht, so ein Tool zu haben, und es gibt welche, die fangen schon mit 30, 40 Euro im Monat an, also es ist wirklich nicht. Es ist so wie einmal Kino gehen mit deiner Freundin, ja. Und wird dir aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dein Leben retten irgendwann mal, ja, wenn du nämlich den Überblick behältst über deine ganzen Tätigkeiten und dokumentiert jedes einzelne Detail, wann hast du mit wem was besprochen, ja. Und glaube mir, deine ganzen Kunden, mit denen du sprichst, am Telefon oder per E-Mail oder was auch immer, die erinnern sich an dich nicht mehr, ja? Selbst wenn du nach 3 Wochen anrufst, haben sie sich vielleicht schon wieder vergessen, ja, in der Kaltakquise, wenn sie dich nicht so gut kennen, ja. Und dir geht es dann vielleicht auch so, und deswegen ist es wichtig, dass da drin dann genau vermerkt ist in so einem CRM-Tool, was du mit wem wann besprochen hast, denn nur so kannst du letztendlich die Kunden oder die potenziellen Kunden wieder abholen und auch sofort hier Glaubwürdigkeit etablieren, dass ja bereits Gespräche stattgefunden haben. Wenn der sich nicht mehr an dich erinnert und du auch nicht mehr dich an das Gespräch erinnerst, dann wird er sehr schnell auflegen und sagen, naja, dann hat das Gespräch ja gar nicht stattgefunden. Also es gibt viele, viele Gründe, warum so ein Tool unbedingt notwendig ist. Wenn du noch Fragen hast, frag mich, und dann schau einfach dich mal ein bisschen um bei den Links hier unten. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Ciao.